Eine Stadtbahn für Remscheid, hört sich gut an. Wer soll das bezahlen? Das ist eine gute Frage. Die Finanzen sind natürlich zum jetzigen Zeitpunkt sehr unsicher, aber es gibt genug Fördermöglichkeiten. Wenn wir eine Mobilitätswende haben wollen, dann muss das Geld kommen und das kann eine Kommune nicht zahlen. Das zahlt auch sonst kaum eine Kommune. Also Fördermöglichkeiten von mindestens 50-90% sind meistens drin und wir hoffen dadurch, dass die sehr volkswirtschaftlich sein sollte, dass dann auch die Fördermöglichkeiten sehr, sehr hoch sind und der Remscheider Eigenanteil doch deutlich niedriger ausfällt als bei vielen anderen Projekten, die wir anpacken müssen. Mit wie viel Investitionssumme rechnen Sie denn? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös abschätzen. Also Remscheid hat auch eine Topografie, die nicht irgendwie vergleichbar mit anderen Sachen ist, aber so eine grobe Übersicht würde von 100 Millionen Euro ausgehen. Kann man das aufschlüsseln? Man kann es aufschlüsseln, das wären dann fast die Hälfte, also knapp 50 Millionen würden für die Elektrifizierung der Strecke draufgehen und dann nochmal ein Viertel jeweils für den Bau der Haltestellen, der Bahnsteige und für die neuen Fahrzeuge. Der Vorteil wäre, die Schienen liegen ja schon. Die Schienen liegen schon, die müssen wir nicht bauen, dadurch reduziert sich deutlich die Investition, die man tätigen muss. Also neue Straßen, also wenn man die Schienen als Straßenbahn verlegen würde, würden wir Investitionen über 150 Millionen bis mehr nur für die Schienen haben. Da wären die Fahrzeuge und die Haltestellen noch nicht mit drin. Und derzeit, habe ich gehört, werden die Schienen ja gar nicht ausgenutzt. Ja, also die Schienen sind im Moment mit 4 Zügen pro Stunde genutzt. So eine zweigleisige Strecke, wenn man jetzt die S-Bahn München ranzieht, die nicht ganz vergleichbar ist, aber die maximale Kapazitäten ausnutzen, sind 40 Züge pro Stunde möglich. Das werden wir nicht wollen, also 4 Züge pro Stunde als Stadtbahn. Das würden wir auch nicht brauchen. Genau, 4 Züge pro Stadtbahn, also ein Viertelstundentakt wäre völlig ausreichend für den Anfang. Aber das passt auf eine zweigleisige Strecke mit Sicherheit noch drauf.